Okay, da habe ich leider nichts gefunden. Und das Kleid 2000, boah, nee, das ist teuer, ne? Wenn das wirklich 2000 war, 2025. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber. Naja. Vielleicht habe ich auch wieder was falsch gesehen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt zur Schalle-Fassade und vielleicht nochmal den anderen. Wir sind jetzt hier auch in der Jekta Mall angekommen. Wäre ich ja dann runtergekommen, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre. Was dann natürlich eine kleine Abkürzung gewesen wäre, aber ist egal. Nö, in der Jekta Mall habe ich auch nicht wirklich was gefunden, was jetzt günstig wäre irgendwie an Läden. Ich fand die alle richtig teuer. Keine Ahnung. Das sind ja alles so Markenläden. Vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt. Mache ich aber auch nicht. Wir gehen jetzt hier einmal runter auf der Schattenseite. Ja, also ich suche wie gesagt so ein sowas ähnliches, das wir da eben in Schwarzham hängen sehen. Also relativ lang und nicht so ein Kunststoff. Kram, sondern eher so, weiß ich nicht, Leinen oder Baumwolle oder so, was Leichtes halt. Schwarz ist natürlich jetzt auch ungünstig bei der Hitze. Also schon eher was Helleres, obwohl Schwarz trägt auch nicht so auf. Ich weiß nicht, aber zieht die Hitze natürlich enorm an hier. Also ich würde mal sagen, so in der Art und ohne Ausschnitt, sondern irgendwie so ein Rundausschnitt. Damit die Sonne da nicht so reinknallt oder auf mein Dekolleté knallt. Ja. Repo, was das denn? Kirchwands. Ah, okay, ist ein Maklergeschäft, muss ich ja nicht kennen. Ich dachte, das wäre jetzt ein Supermarkt oder so. Hä, hab ich da was verpasst, dachte ich. Hier kommen wir wieder in die Sonne. Ich glaube, an der Pool. Meine Mütze ist mir weggeflogen. Ich glaube, in der Moschee waren die Kiddies vorhin. Und die haben gesagt, das sei mega voll gewesen. Ich glaube, die waren hier. Heute ist ja Freitag. Und das fanden die jetzt nicht ganz so gut, weil es so voll war, natürlich. Aber ja, ist halt zu erwarten, ne? Autowaschanlage oder was wird gewaschen? So Anlagen, glaube ich, gibt es hier gar nicht so richtig. Die waschen ja alle für kleines Geld mit der Hand. Ja, ich glaube, bei dieser Moschee war. Ich bin so froh, dass ich das Gebet fast auswendig habe, weil ich hadere damit schon seit Monaten. Und da ich das aber immer lese, ich lese es ja nach jedem Pflichtgebet ab und habe ich das schon so ein bisschen intus, glaube ich, dass es mir nicht mehr ganz so schwer gefallen ist. Vielleicht kann sein. So. Die Cedra-Klinik da hinten wieder zur Orientierung und hier kommen auf die Barbaros. Metropol Etim Kurumlare. Mal kurz abbrechen, weil Musik im Hintergrund lief. Das war irgendein Etim Kurumlare, das heißt wahrscheinlich, Etim heißt ja Bildung, also ich denke mal, dass es irgendwie so ein Bildungszentrum ist. Schon wieder, muss ich ausmachen. Das ist keine Musik. Okay. Ja, hier sind wir dann wieder auf der sind wir jetzt hier wieder auf der Barbaros. Ich gehe einmal auf die andere Seite. Da habe ich auch gar keine Lust reinzugehen, obwohl da Ingrim steht, also Sonderangebote, also Reduzierung, weil die sprechen sofort an. Ne? Ich hasse es, ja.
man nicht alleine shoppen kann und andauernd angequatscht wird und auch beobachtet wird, mag ich gar nicht. Naja. Die sind aber auch in der Regel teuer und die Sachen, die da draußen hängen, hatten wir letztes Jahr schon geguckt mit meinem Sohn. Die sind alle fehlerhaft, also haben alle Fehler. Ja, Papagei. Die sitzen hier oft. Ganz jung auch. Ja, auch Türken haben Hunde. Fällt mir öfter auf. So. Ich muss aber ganz nach hinten. Es weht zum Glück immer ein frisches Windchen. Herrlich. Ich möchte mal Preise gucken. Die stimmen aber manchmal nicht. Kann ich schon mal so spoilern. Ganz oft sind das nur so Lockangebote. Nicht immer natürlich und vielleicht hier auch nicht. Aber ist so meine Erfahrung. Ich glaube, ich letztes Jahr auch schon erzählt. Andenken-Shop. So ein Shop für muslimische Artikel fehlt hier für mich noch. So gibt es ja in Alanya mehrere. Hier habe ich noch keinen gefunden, wie gesagt. So. Erstmal wieder hier bei diesem Karneval-Gedöns. Mal schauen. Oder ich gehe erstmal zu den paar Sattel, weil die Teppiche werde ich dann mal schon einen von denen wahrscheinlich dann ja mitnehmen. Ich lasse mal noch mal da hinten hin. So, ich habe jetzt diesen Teppich fast in der näheren Auswahl für mich und der kostet 150, ne? Sehe ich das richtig? Ja, 150 und das wären 5,50 Euro umgerechnet. Wenn ich da drei von mitnehme, zwei für die Kinder, einen für mich, ich denke mal, das würde in Ordnung gehen. Ich habe in dem anderen Salepasade auch Teppiche gefunden, die auch 149 gekostet haben. Das sind dann so richtige, ja sowas hier in der Art. Ne? Auch gar nicht mal so schlecht aussehend, aber halt, ja, die kannst du auch nicht in die Waschmaschine machen. Und die sind irgendwie auch jetzt nicht so schön. Ich glaube, der sieht vom Muster her schöner aus, aber ich bin jetzt gerade auch unentschlossen. Bin jetzt hier nochmal in dieser Abteilung unterwegs. Mal gucken, was die kosten. Stehen ja wieder keine Preise dran wahrscheinlich. Naja, aber sowas war das halt. Ne? Nur ein anderes Muster, aber genauso in der Art. Und das fand ich jetzt nicht so schön, weil man die auch nicht waschen kann und die gefallen mir tatsächlich besser, obwohl der andere wahrscheinlich eher ins Schlafzimmer passen würde. Oh, ich weiß auch nicht, was kostet denn sowas hier? Oh, stehen hier Preise dran? Nee, ne, steht kein Preis dran. Müsste ich tatsächlich mal fragen. Die sind aber auch zu groß. Leider. Was Großes wollte ich nicht. Ich glaube, die sind schon richtig. Aber ich könnte, wie gesagt, auch einen richtigen Teppich holen, so von der Art da. Aber, tja, ich weiß auch nicht, Leute. So richtig gefallen tun mir die alle nicht, der auch nicht. Zumal der, glaube ich, auch nicht ganz so gut in unser Schlafzimmer passt, wie der richtige Teppich, den ich da hatte. Dafür kann ich den in die Maschine tun. Preis ist gleich. Weiß auch nicht. Der rutscht auch ein bisschen natürlich, aber ich habe ja das Gummi. Ich weiß nicht. Ich kann euch den anderen ja noch mal zeigen, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, da wieder hinzulatschen, ne? Kann man schön waschen, allerdings kann man natürlich die anderen auch gut waschen. Einmal in die Dusche und dann sind die auch sauber. Was ist das denn hier eigentlich? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay.
Vielleicht doch lieber die anderen. Komm, wir gucken noch mal. Die kosten 1.100. Viel zu teuer, finde ich. Und auch noch mal so Schwimmsachen. Wie viel kostet ihr denn hier? 750. Die waren in dem anderen Laden viel günstiger. Das sind ja diese muslimischen Schwimmdinger. Der kostet 400. Nö, das ist zu teuer, Leute. Mal reingehen. Nach hinten nochmal bei den Klamotten gucken. Ich hatte nämlich auch überlegt, so ein Pyjama anzuziehen. So eine würde ja auch gehen im Wasser. Die stinkt hier. Puh. Nee. Hier sind Pyjama. Die haben da 95 gekostet, hier 200. So in der Art hatte ich die da für 95 gesehen. Ich brauche auch eigentlich nur eine Hose. Die würden jetzt was kosten hier? Nix. Na gut, dann gehen wir da hinten hin. Hier ist ja dieser Karneval-Shop. Wir gehen jetzt nochmal zum Salle-Pazar. Da muss ich mich entscheiden, welchen Teppich ich nehme. Bitte mir ja hinterher mal schreiben, welchen ihr besser fandet. Wir gehen aber noch mal zu Waikiki, weil ich ja noch da nach den Kleidern gucken wollte. Da bin ich nämlich noch nicht fündig geworden, leider. Und wenn ich die Teppiche da jetzt hole, dann muss ich die ja mitschleppen. Das wollen wir ja nicht. So. Ja, die Alten wollen immer nichts, ne? Sind der Kendine beschädigt. Also, du musst für dich auch was holen oder so. Irgendwie so wollte er wahrscheinlich was sagen. Den Satz nicht vollendet. Oh, schön, wieder keine Musik. Und hier ist richtig gut Klima drin. Herrlich. Das Problem ist nur, dass wenn man hier rauskommt, man immer einen Hitzeschock kriegt. So. Nochmal einmal nach oben. Ich hatte ja geguckt, letztes Mal hier auch nichts gefunden. Also trotzdem nochmal gucken. Also wir gucken nach langen Kleidern. Ist auch schön leicht. 299. Die ist auch wirklich ein schöner Stoff, hat die. 299 sind nix. Also 10 Euro oder so, 11 Euro. Die gefällt mir richtig gut. Muss ich mal gucken. Jetzt erstmal nach dem Kleid. Labona. Ich glaube, hier sind keine Kleider gewesen. Ich glaube, ich muss nach oben. Ich glaube, das war oben, oder? Oh mein Gott. Ein Wühltisch. Da schauen wir doch immer mal. In Grimm. Untergesetzt. Jo. Nö. Aber wenn das zu wuselig ist, mache ich das auch nicht, ne? Wenn das zu durcheinander hängt alles, schreckt mich auch ab. Ich weiß auch nicht, was ich will, ehrlich. Warum gucke ich nach den Hosen? Ich will Kleider, keine Hosen. Ja, sind natürlich alles
kurzärmelige Sachen hier. Ne, gehen wir mal nach oben. Ich glaube, das war oben, was mich da letztes Mal angezogen hat. Sind halt alle offen, ne? Sowohl oben als auch unten zu kurz. Entweder sind die lang, ne? Und dann sind die aber oben offen. Das ist gar nicht schlecht, ne? Meine Güte, ist das voll. Ich sag euch ja, in der letzten Woche ist allein ja echt voll geworden. Die haben wohl echt alle Ferien bekommen, die Leute. Ja, sowas, ne? In der Art halt. Nicht ganz so geschlossen natürlich. Weil zu warm sonst. So was Leichtes halt, so ein leichter Stoff, aber trotzdem überall zu. Der ist aber natürlich durchsichtig. Das wollen wir ja auch nicht. Nö, gerne, mein Ben. Also wenn ich Kompromisse mache, gebe ich dann auch keine 350 aus, ne? Weil dann sollte auch schon mir zumindest einigermaßen gefallen, weil der sonst auch keinen Zweck. Solche Blusengeschichten mag ich auch gar nicht und kostet auch 600. Das würde noch gehen, 400, aber ist auch ein sehr warmer Stoff, ne? Muss man auch sagen. Weder die Farbe gefällt mir, noch der Stoff, weil er zu warm ist. Da höre ich deutsche Laute. Sieht auch lang aus. Ist aber auch eine Jacke, glaube ich, ne? Ja, und der Preis 3,69. Das sind alles so Jacken. Die sind auch schön lang, ne? Ist da nicht noch eine Hose bei oder so? Nee. Schade eigentlich. Das würde auch noch gehen. Finde ich aber von der Farbe wirklich mega hässlich. Schwarz ist aber durchsichtig. Hat alles ein Aber. Das geht noch, glaube ich. Und wie kostet sowas? Kompromiss wieder. 329. Nee, für den Kompromiss nicht, zumal ich dann auch noch was drüber brauche, leider. Ich bin aber auch unzufrieden, ne? Auch wieder schön lang und auch vom Stoff angenehm, aber mit Sicherheit teuer. Ja, 500. Und da, wenn die Ärmel noch dran wären, lange Ärmel, wie gesagt, immer irgendwas, was mir nicht gefällt. Was ist hier mit 400? Das sieht aber auch schon echt Oma aus, ne? Ich mag ja auch solche Tigermustergeschichten nicht. Deswegen bin ich letztes Mal, glaube ich, auch vorbeigegangen hier. Nee.
Das hatte ich letztes Mal gesehen. Das fand ich ganz schön. Aber es ist halt kurze Ärmel, ne? Und es hat auch hier so einen großen Ausschnitt wieder. Hier gefällt mir das Muster wieder nicht. Und der Preis schon mal gar nicht. Das ist vom Preis okay. Das war 199, genau. Das würde also 10 Euro ungefähr kosten. Das ist in Ordnung. So was. Der Stoff ist kacke. Ja, auch der Preis. Tja. Was haben wir hier? Mal gucken. Kein Preis. Okay. Da auch nicht. Nö, auch kein Preis. Lass mal schauen. 329 für dieses Tiger-Kram. Lieber dann das. Das ist aber kein Preis, Mensch. Schade eigentlich. Was ist mit dem Schwarzen? Das sieht teuer aus. 500. Auch wieder getigert. Ja, 529. Da ist kein Preis dran. Was machen wir nun? Mal gucken. Ist auch zu groß, zu lang. War das Einzige, was mir gefallen hat. Einigermaßen, aber steht kein Preis dran. Ist auch keine Lust, jemanden zu suchen. Und es war auch sehr lang, also äußerst lang. Da hätte ich umnähen müssen. Sind Deutsche. So. Die sind auch länger. 500, aber die Ärmel sind kurz. Schade eigentlich. Preis 500. Das hier 500 könnte man sich überlegen. Obwohl, es hat nämlich auch schöne Arme, aber könnte ein bisschen durchsichtig sein. Aber theoretisch, ich weiß nicht. Wäre aber, glaube ich, genau richtig. Das Einzige. Okay, aber hat Alina gesagt? Nein, oder? Ja? Hat sie das gesagt? Ich habe jetzt was gefunden. Und zwar ist das Gute daran, dass ihr hier so einen integrierten BH mit drin habt und der Preis stimmt auch. Ist runtergesetzt auf 189. Und das finde ich sehr günstig. Ich habe Größe 42 genommen, weil 40, da ist mir die Hose irgendwie zu eng für mich. Ich will nicht, dass das drückt. Ich habe die hier auch. 299 kosten die. Ich mag die Farbe nicht. Keine Ahnung. Ist auch zu lang für den Gebetsteppich. Dass ich sowas anziehen darf? Das mit T-Shirt? Lang bis hier? Weißt du, mal kurz? Was ist mit denen da unten? Mal gucken. Und die ist wieder an den Salle-Passage. Und gucken wir uns nochmal die Teppiche an, die ich meinte. Also bei LC Waikiki kosten die langen Läufe, aber auch 3 Meter, habt ihr ja gesehen. 300 Telle, aber obwohl die so kuschelig sind, ich letztes Mal mochte ich den ganz gerne hier, den haben die hier ja auch. Und aber diesmal, ich weiß auch nicht,
finde das so beige, so, keine Ahnung. Und den ich meine, zeige ich euch im Moment. Diese hier, die haben eigentlich genau die richtige Größe zum Beten. Und die sind nicht so dünn, wie sie eigentlich aussehen. Und ich dachte mir, mit unseren Gardinen matcht das ja richtig gut eigentlich. Wir haben ja diese Farbe in den Gardinen. Also ich würde sagen, ich nehme die. Die kosten nämlich dann 149, was 5 Euro irgendwas ist. Also 5,49. Ich würde sagen, ich nehme 3 davon. Für die Jungs auch. Dann können die auch in Ruhe beten. Ich auch. Und ich denke mal, das passt dann auch. Machen wir so. Hey. Ja, ich bin hier mich am Abschleppen mit den Teppichen. Das wird ja auf der Kamera. Moment. So. Die sind nämlich ganz schön schwer. 3 Stück, hätte ich gar nicht gedacht. Die übrigens tatsächlich eine Schule gemacht. Letztes Jahr hatte ich ja immer überlegt, was das werden könnte. Buoke Quicksigord hat er davon dann ja vom Stich steht da. Das heißt, dass diese Schule ja sozusagen von der Quicksigorda gesponsert wurde sozusagen. Das ist also von der Quicksigorda Seite gebaut worden. Finde ich doch sehr nett von der Quicksigord. Ich weiß nicht, sieht aus wie so eine Grundschule, ne? Naja, wir sind jetzt auf der anderen Seite hoch. Auf der Seite der Jektamoor bin ich jetzt hochgegangen, weil das kürzer ist. Sonst hätte ich nach oben latschen müssen. Hier habe ich jetzt meinen Anzug drin, meinen Schwimmanzug. Da bin ich auch ganz froh drüber. Dann sieht man nicht immer alles, wenn ich ins Wasser gehe. Und der war auch relativ günstig. Ich glaube, der ist ja auch von 700 oder so runtergesetzt worden auf 189. Die Tasche kostet 1 Liter. Sehr günstig, oder? Sieht richtig süß aus. Hatte mein Sohn ja letztes Mal auch. Das ist so eine stoffähnliche Tasche. Jetzt gehe ich gleich noch zu Beam. Wir haben nämlich überhaupt gar kein Brot mehr. Und wir haben auch nichts zu essen mehr. Ich werde einfach wieder Mante machen. Weil zu mehr habe ich echt keine Lust. So, sieht es hier aus. Ich muss jetzt meinen Berg hochsteigen. Ich kann nicht reden dabei. Aber hier ist nicht so steil wie auf der anderen Seite. Ja, da Leute, da brennt es. Warum? Ah, die machen da. Die verbrennen, okay. Ach, krieg gerade einen Schreck. Oh, nicht mehr. Ich war noch bei Beam. Ich habe jetzt aber vergessen, Dings zu holen. Geschirrspülmittel. Das war eigentlich das Wichtigste. Oh mein Gott. Leute, ob das erlaubt ist, ich weiß ja nicht. Das möchte ich mal mit 2. Neben den Bananenfeldern. Deswegen stinkt das hier auch immer noch Feuer. Letztes Jahr ja noch extremer. Die ihren Müll verbrennen. Ich kann nicht mehr. So. Eier 39 irgendwas. Die habe ich nicht geguckt. Die, ich glaube auch 39, 8 etwas. Das. Die Brote waren runtergesetzt auf die Bürger Totdog-Brote auf 19. Etwas, also knapp 20, ein bisschen billiger als sonst. Sonst kosten die 25 oder 24. Dafür ist das normale Brot, was es jetzt ja nicht gab, das war alle leider, auf 6 gestiegen. Das haben die um einen Teller teuer gemacht. So, hier ist noch mein Badeanzug drin. Den hatte ich euch ja schon gezeigt. Die Teppiche sind da. Die Jungs haben mich gar nicht gehört. Die sind im Pool. Und ich gehe jetzt einmal Namas machen, also beten auf meinem neuen Teppich. Ja, die werde ich gleich mal einweihen. Ich habe das Ding im Pool angehabt und es ist richtig praktisch. Ne? Die Hose ist ein bisschen eng, weil ich habe 40 gekauft statt 42, weil ich wollte, dass das hier alles so ein bisschen enger sitzt, auch weil sonst schlappelt das natürlich auch alles wieder und dann passt das mit dem BH nicht und die Hose ist ein bisschen eng, aber ist gut, würde ich mal so behaupten. Jetzt ist alles zu, was zu muss. Man sieht nicht mehr so viel durch und für 189 auf jeden Fall okay bei LC bei Kiki. So, ich bin jetzt dabei, meine Mante zu kochen. Die Jungs haben ordentlich hier zugeschlagen.
muss alles in den Müll, den werde ich auch gleich mal rausbringen. Und was haben wir hier noch? Ja, Schwimmsachen haben sie sich gekauft, so Schwimmringe bei Schock. Der erste ist sofort kaputt gegangen und der zweite ist auch schon fast kaputt. Und genau, so einen Ball haben sie auch noch geholt, der ist noch in Ordnung, aber der verliert auch sehr schnell Luft. Tja, das ist schon mega ärgerlich immer. Und genau, also ich werde jetzt hier jedenfalls eine Flasche, kann ich noch da stehen lassen oder ich lasse beide stehen, können wir dann nochmal voll Wasser machen. Mante kochen und das sind ja die von Beam, die esse ich am liebsten. Die haben meiner Meinung nach den besten Geschmack. Das sind ja so Teigdinger mit Fleisch drin, das haben sich die Jungs gewünscht. Das mache ich natürlich jetzt und werde dann so ein bisschen Ketchup anbraten mit Fett, weil ich ja keinen Tomatenmark habe. Und eine Knoblauchcreme wieder dazu machen. Wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin schon das zweite Mal wach. Ich bin wann bin ich aufgestanden? 2.20 Uhr und habe das Tajid-Gebet gemacht mit 2 Rekka, 4 Rekka und 3 Rekka. Dann habe ich Koran gelesen bis 2 Uhr. 54, glaube ich, oder bis 3 Uhr, ich weiß nicht genau, bis 2 Uhr 54, glaube ich. Und ja, jetzt ist das Morgengebet fertig und dann lese ich noch ein bisschen Koran und dann lege ich mich noch mal hin. Wir sehen uns aber gleich noch mal, wenn das Licht wieder da ist, wieder. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Ja, noch zu einem neuen Vlog ist es. Ich weiß, ich habe noch nicht mich verabschiedet. Das machen wir jetzt mal. Der Gärtner hat wieder nicht die Pflanzen gegossen. Das heißt, ich muss das unbedingt heute machen. Das mache ich jetzt mal eben so ein bisschen wenigstens auch, wenn es schon relativ spät ist. Aber ich weiß nicht. Ein bisschen nass scheint das alles noch zu sein. Ich noch bis heute Abend, weil ich habe es gestern Abend vergessen, ne? Ehrlich. Ich mache das nochmal jetzt, bevor ich frühstücke. Naja, wir verabschieden uns jetzt aber erstmal herzlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich.